das Schlusswort halten im Rahmen von der, im Namen von der SAKK. Für mich sind das sehr, sehr spannende, interessante Vorträge gewesen. Ich möchte kurz noch euch aufzeigen, wie wir versuchen, Patienten in der klinischen Krebsforschung bei uns einzubeziehen, innerhalb der SAKK. SAKK gibt es seit 1965. Wir sind ein Netzwerk von 20 Spitälern. Wir machen die Verbesserung der Krebstherapien. Und wichtig ist, pharmaunabhängig, sagen wir immer. Das heisst nicht, dass Pharma nicht dabei ist. Aber bei uns hat eigentlich der Arzt die Idee, wie man die Therapie optimieren kann. Und wenn das auch eine Win-Win-Situation ist, das heisst, Pharma unterstützt das, dann machen wir auch mit der Pharma zusammen. Aber der Arzt hat die Idee und er tut das voran. Wir machen klinische Studien in onkologischen Indikationen. Mehr als 40 Studien sind im Moment offen für Patientenrekrutierung. Und pro Jahr tun wir etwa 900 bis 1000 Patienten einschliessen. Das nächste Bild zeigt ein bisschen auf, wo wir tätig sind, in welchen Spitälern. Der letzte, im Zeitraum von 2005 und 2015, wie viele Patienten sind da in unsere Studien reingegangen? Man kann jetzt schauen, was sind die Erfolge der klinischen Krebsforschung. Wenn man so zurückschaut, dann hilft einem das Buch, das regelmässig rauskommt, Schweizer Krebsbericht. Vielleicht habe ich ein Beispiel hier rausgenommen. Prostatakrebs im Jahr 1970, wenn man die Diagnose bekommen hat, hat man nur mit 25%iger Wahrscheinlichkeit 10 Jahre später gelebt. Im Jahr 2012 sehen wir 78%. Das Bild ist ganz anders. Ähnlich bei Brustkrebs. All das ist nur möglich in klinischer Krebsforschung. Und der Bereitschaft von Patienten in klinischen Studien mitzumachen. Es gibt keine neue Innovation, kein neues Medikament, wenn es nicht auch Patienten gibt, die bereit sind, in klinischen Studien mitzumachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was wollen die Forscher bei uns? Sie wollen neue, bessere Therapien erforschen, zum Wohl des Patienten, das Beste für den Patienten. Was wollen eigentlich Patienten? Ich denke, es deckt sich zu einem grossen Teil. Aber wir müssen, glaube ich, auch die Patienten fragen und sie einbeziehen, um ganz sicher zu sein, hier auch die Sicht der Patienten zu haben. Wir haben entschieden, einen Patientenrat zu gründen. Wir sind vorgegangen wie andere Organisationen, DORTC zum Beispiel. Wir haben Patientenräte gesucht. Es sind einige anwesend hier heute. Wir haben regelmäßige Sitzungen und Austausch mit dem SAKK-Netzwerk. Was muss ein Patientenrat mitbringen? Er muss interessiert sein in klinischer Forschung, in diesen Fragestellungen. Er muss bereit sein, sich auch zu engagieren für die Bedürfnisse von Patienten. Er weiß aus Erfahrung, was es bedeutet, an Krebs zu erkranken, sei es im nahen Umfeld oder dass er es selber erleben musste. Er ist bereit, auch an Schulungen zu gehen, an Weiterbildungen. Wo sehen wir als SAKK, wo wir die Sicht, den Einfluss der Patienten gerne hätten, ihre Stimme? Auf der einen Seite ganz rechts, auf der Ebene Kommunikation. Patienten können uns helfen, dass unsere Homepage patientenfreundlich gestaltet ist, verständlich für Patienten. Das Informationsmaterial, das wir für Patienten zur Verfügung stellen, dass das einfach zu lesen ist, dass es gut verständlich ist. Und wenn wir dann auch Leute haben, die positiv über klinische Forschung reden, dann ist das für uns sehr wichtig. In der Studienentwicklung, wo ist der Einfluss der Patienten? Hauptsächlich bei der Patienteninformation. Damit jemand bereit ist oder kann eine Studie gehen, muss man ihn informieren über einen Arzt und über ein schriftliches Dokument. Dass das schriftliche Dokument gut verständlich ist, können uns Patientenräte helfen, das zu lesen und verbessern, Hinweise und Verbesserungen zu geben, sodass das wirklich gut verständlich ist. Und die dritte Ebene ist die Strategie. Hier probieren wir auch Patienten zu einbeziehen. Sicher schwierig, aber wir haben den letzten Retreat von der SAKK auch Patienten anwesend gehabt. Sie konnten auch mithören, haben auch flüssig mitdiskutiert. Was erhoffen wir uns von dem Ganzen? Wir erhoffen uns Studien, die besser auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten sind. Verständlichere Patienteninformation,
mehr Patienten, die bereit sind, eine Studie mitzumachen. Und am Ende des Tages auch ein positives Bild in der Schweiz der klinischen Krebsforschung. Was ist die wirkliche Herausforderung? Und die ist halt schon auch das Bild der klinischen Krebsforschung. Man denkt halt immer nur an das Versuchskaninchen. Das ist einfach so und ist irgendwo auch verständlich. Damit hängt sicher zusammen, dass man nicht so viel weiss, über was wirklich abgeht und was klinische Forschung ist. Und da können wir nur abhelfen, wenn einfache, gute Information zur Verfügung ist und wo Leute probieren, das gut zu erklären. Herzlichen Dank.